Da sich das Jahr 2023 jetzt zu Ende geneigt hat, wollte ich mal zusammenfassen, was sich alles bei Blue Protocol in den letzten 7 Monaten seit Release in Japan geändert hat. Ich werde nicht auf jede kleine Änderung eingehen und nur die wichtigsten Änderungen auflisten. Falls ihr seht, dass ich etwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Klassen. Eine neue Klasse wurde hinzugefügt, der Blitzlenzer. Er kämpft mit einer Lanze und wie der Name schon sagt, mit Blitzmagie. Mit dem Blitzlenzer sind jetzt schon 6 Klassen spielbar. Und was auch noch hinzugefügt wurde, man muss nicht mehr in die Stadt zurück, um seine Klasse zu wechseln. Gacha. Die Chance, ein S-Tier-Item zu bekommen, wurde von 1,2 auf 3% erhöht. Und ein Pity-System wurde eingefügt. Bei 110 Spins könnt ihr aussuchen, welches S-Tier-Item ihr haben wollt. Und ihr bekommt jetzt mehr Gacha-Tickets für umsonst, wenn ihr zum Beispiel Adventure-Boards abschließt. Events. Es gab ein Sommer-Event, ein Halloween- und ein Weihnachts-Event. Mit den dazugehörigen Gacha-Bannern. Mounts. Ihr müsst jetzt nicht mehr von eurem Mount abspringen, um Sachen einzusammeln. Und ihr habt insgesamt mehr Ausdauer und eure Ausdauerleiste verbraucht sich auch langsamer für das Mount. Story. Die Geschichte wurde um ein weiteres Chapter, Chapter 4, erweitert, in der ihr eine große neue Zone erkunden könnt. Insgesamt wurden über die ganze Zeit immer mal wieder neue Zonen und Dungeons veröffentlicht. Die alle aufzulisten wäre jetzt zu viel. Ihr bekommt jetzt mehr Erfahrung von der Hauptquest. Also solltet ihr das Max-Level jetzt schneller erreichen als vorher. Adventure Boards. Auch bei dem Adventure Board wurden so einige Änderungen vorgenommen. Ihr braucht jetzt nicht mehr die Boards zu aktivieren. Und wenn du ein neues Board bekommst, wo du die Aufgaben schon davor erledigt hast, wird diese automatisch erledigt. Und du musst sie nicht nochmal machen. Dungeons. Die Droprate von Waffen in Dungeons wurde stark erhöht. Zuvor hattet ihr eine recht kleine Chance, in einem Dungeon eine Waffe gedroppt zu bekommen. Das hat sich jetzt stark geändert. Ihr bekommt in Dungeons jetzt deutlich mehr Waffen gedroppt. Dazu kommt noch, dass ihr Echos zum Ausrüsten, also sozusagen Rüstung, jetzt auch in Dungeons gedroppt bekommt. Das war zuvor gar nicht der Fall. 8 Skills. Ihr habt jetzt anstatt 4 Skills ganze 8 Skills zur Auswahl, die ihr benutzen könnt. Mit einem Tastendruck könnt ihr zwischen 2 Palettes auswählen. Dafür habt ihr jetzt mehr Freiheit, ein Bild eurer Wahl zu spielen. Und dadurch ändert sich das Spielgefühl im Kampf schon recht eindeutig. Konsolen-Release. Es gibt Blue Protocol jetzt auch für die Xbox und PlayStation 5, mit denen ihr zusammen spielen könnt, wann ihr wollt. Es gibt Crossplay und Cross-Save. Also könnt ihr nahtlos von eurem PC auf die PS5 wechseln und da weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Level Cap. Das Level Cap wurde von 50 auf 60 angehoben. Falls ihr aber jetzt Level 60 seid und noch weiter EXP bekommt, bekommt ihr dann eine Währung, die ihr eintauschen könnt in einem Shop, gegen verschiedene Gegenstände. Limit Break. Es gibt jetzt ein Limit Break System. Mit diesem System könnt ihr eure Waffen und Echos fusionieren und sie stärker machen. Das Max Level dabei ist momentan plus 5. Game Modes. Es gibt neuen Content, den City Defense Modus, der zu ähnlichen Zeiten wie die Raids läuft. In diesem Modus müsst ihr das Tor der Stadt vor Gegnern beschützen. Quality of Life. Ihr könnt jetzt die Effekte von anderen Spielern mehr transparent machen. Dadurch sollte man jetzt mehr erkennen, was genau passiert. Battle Echoes, die ihr nur aus dem Battle Pass bekommen habt, werden jetzt nachdem der Battle Pass zu Ende ist, in einem Shop landen, wo ihr diesen dann kaufen könnt für Ingame-Währung. Also hat jetzt jeder die Chance, diese Echoes auch zu bekommen. Der Liquid Memorize NPC ist jetzt auch in Camps zu finden. Und nicht wie zuvor nur in der Stadt. An den NPC bekommt ihr verschiedene Buffs für eine gewisse Zeit. Und die Buffs füllen sich nach einer gewissen Zeit wieder auf. Das war's auch schon. Ich bin gespannt, wie sich Blue Protocol in 2024 noch so weiterentwickelt. Falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.